Ja, grüß euch, da sind wir wieder bei Assassin's Creed 4. Das letzte Mal sind wir da stehen geblieben, nachdem wir uns da die Klamotten von den komischen Italienern geholt haben und sollen da jetzt auf die Feier gehen. Und wenn ihr das richtig verstanden habt, geht es da jetzt schon um einen Wood Rogers. Oder Woods Rogers oder auch immer wie der heißt. Und da werden wir uns jetzt da mal völlig auf unauffällig unter die Leute mischen. Bitte verzeiht mir meine Verspätung. Ich bin Ruggiero Ferraro. Hi, Mr. Ferraro. Kein Problem. Na gut, dann passt der alles. So, da müssen wir mal her. Wow, da wimmelt's. Ladies and Gentlemen, einen Toast auf meine kurze Zeit als Gouverneur der Bahamas. Aha, also er wird mich erkennen. 300 Piraten, okay. Das Generalpardon akzeptiert und der Krone die Treue geschworen. Wo ist er denn? Trotz all meiner Erfolge beliebt seine Majestät mich zu entlassen und beruft mich zurück nach England. Ja, komm, das ist gescheit. Bravo. Gott segne. So. Darum, hurra! Der geht da jetzt rum, nehme ich mal an. Kann ich eigentlich auch nur warten, dass er irgendwo einmal bei mir vorbeikommt? Der rennt jetzt da runter. Ich habe nicht die geringste Ahnung und ich habe sicher nicht vor, Sie danach zu fragen. Wir trennten uns vor beinahe 5 Jahren und das war für uns beide wohl das Beste. So. Ja, ich bin nicht später freundlicher. Da steht er jetzt. Mein Verstand verabschiedet hat. Jetzt geht er da rum. Dum 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 dum. Mal schauen, wo er hingeht. Steht er da wieder rum? Ich war doch nicht zu ungestüm. Eure Rede war sehr offenherzig, doch nicht, wofür man euch hängen wird. Nun, wie wär's damit? Bald sind alle Monarchien der Welt überflüssig. Und wenn dieser Tag kommt, werden Männer wie Torres und ich... Ich könnte jetzt einfach hingehen und könnte den doch da abmurksen, oder? Probieren wir das einfach einmal. Oh Gott, Rogers, wie kühl ihr seid. Ja. Hat doch funktioniert. Du warst selbst ein Freibeuter. Warum hast du so wenig Respekt vor Männern, die nur ihren eigenen Weg gehen wollen? Du wirst meine Gründe niemals verstehen können, Cretin. Du, der du im Leben immer nur zerstört hast, was unsere Zivilisation groß macht. Ich kann es verstehen. Ich sah das Observatorium und kenne seine Macht. Du würdest damit doch nur spionieren, erpressen und sabotieren. Ja. Und alles für einen höheren Zweck. Für die Gerechtigkeit. Um Lügen zu ersticken und Wahrheit zu suchen. Kein Mensch auf Erden braucht eine solche Macht. Und doch erträgst du es, dass Roberts es nutzt. Nein. Ich hole es zurück. Und wenn du mir sagst, wo er ist, halte ich ihn auf. Hier, am Ende der Klinge, finde ich doch noch einen Freund in dir. Principe, verrückter Hund. Unsere Quellen sagen... Principe. Dieser Mann da! Italiener! Wer war's? Komm, komm, rein, 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 rein. Aus dem Gebiet fliehen müssen wir. Ich habe keine Brandbomben. Okay. So. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich muss anonym werden, dazu muss ich bloß ein bisschen klettern und springen. Dann können sie mich nicht mehr so schnell verfolgen. Ja, so natürlich nicht. Klar, einmal muss man worauf, geht's nirgends drauf.
Da geht's rauf. Komm. Ja. So, schön schnell außer Sichtweite. Das bringt am meisten. So, da ist ein Scharfschütze. Aber da wäre auch ein blauer Punkt. So. Komm, verzieht euch da, ihr Arschgeigen. Gleich. Komm nicht, komm her. Ja, geh du da noch einmal. Ja, sehr gut. So, jetzt bin ich ja, jetzt kann ich ja da theoretisch raus, ohne dass mir was passiert. Genau. Okay. Erledigt. Wohin jetzt? Pack deine 7 Sachen, wir segeln nach Afrika. Das habe ich geschafft und von einer Bank austöten. Oh ja, der ist da bei einer Bank vorbeigegangen, kurz bevor ich ihn... Ja, aber das muss man natürlich wissen, wo der geht. Wenn man das wahrscheinlich das zweite Mal durchzockt, dann weiß man das. Okay, gut, völlig egal, wir machen einfach fort. Was ich jetzt noch machen möchte, unbedingt, bevor ich da jetzt, das habe ich mir noch vorgenommen, dazu brauche ich so einen Laden. Mein Schiff ist da unten. Wo ist der Laden? Da ist der Laden. Da möchte ich her. Okay. Aber gib doch Euro. Nein. Nicht drauf. So. Einer weniger. Von den Freunden. So, und da am Eck müsste der Laden sein. Okay, kann ich da jetzt rein? Oder muss ich dazu wieder anonym werden? Muss ich wohl anonym werden dazu? So, kann ich da jetzt? Jetzt geht's. Nein! Hey Gott! Nerv, Alter, lass mich doch da rein. Schleicht euch alle miteinander. Xindl! Bagage. So, dann suche ich mir halt ein anderes Geschäft, wenn es da so schwer bewacht wird. Lass mich doch da von euch nicht pflanzen. Eben, kaufen. So. Ich möchte nämlich Schwerter. Also schauen, was ich habe jetzt das Freibeuter Entermesser mit 333. Das hat 232, 121. Das hätte 543, das hat überall was Besseres. Französische Duellschwerter, aber die hätten echt Geschwindigkeit 4, Schaden 3. Geschwindigkeit 4, Combo 3, Schaden 4. 333, Geschwindigkeit, Combo 4. Ja, ich nehme jetzt einfach einmal, oder die 434. Nein. Nehmen wir das Offiziersrapier. Ja. Leisten kann ich's mal, ja. Gut. Und dann haben wir Monturen. Ich würde sagen, jetzt lang genug mit diesem Piratenmantel herumgelaufen. Ich nehme jetzt wieder die ursprüngliche Kutte. Ja, genau. So. Jetzt sind wir wieder da, Edward. Okay, und jetzt würde ich sagen, auf zum Schiff und ab nach Afrika, ne?
So, in See stechen. Ich möchte mal schauen, wo ich jetzt hin muss. Ich muss da, glaube ich, das ist ganz im Osten drüben, wenn ich mich recht erinnern kann. Keine Ahnung, ob ich dort schon Schnellreise hinmachen kann. Das werde ich jetzt gleich sehen. Dazu schauen wir mal auf die allwissende Karte. Ja, genau, da ist es. Okay, da geht noch keine Schnellreise hin. Okay. Das heißt, ich kann nur irgendwo da in der Nähe schnell hinreisen. Und wo bin ich jetzt? Da unten. Ja, das müsste ich darauf und darüber. Ach, ich wär, was ist da? Buckelwal. Oh, da tummeln sich Schiffe. Nein, gar nichts. Wir fahren jetzt einfach da. Segel setzen! Darum. Das sind diese vielen Schiffe. Dort schwimmt Beute! Ein Buckelwal! Ja, schön für ihn. Captain, hier gibt es Meeresfrüchte aufzuspießen! Buckelwal als Meeresfrucht zu bezeichnen, naja, wenn's meint. Metall ist immer noch 35 Metall. Das zahlt sich doch alles nicht aus. Das ist der einzigste Grund, warum ich da jetzt fahre und keine Schnellreise mache. Weil ich einfach schaue, ob ich irgendwo Metall abstauben kann. Vielleicht kommt man da das ein oder andere Schiff. Schauen wir da mal in die... Nein, so. Jetzt habe ich blaue Segeln. Ah, mit so goldenen Wappen drauf. Ah, ja. Hey, klar, da gibt es jetzt nirgends Schiffe. Da hinten hätte es Schiffe geben. Aber die haben nicht, die waren nichts wert. Also, die Ladung war nichts wert. Das ist ein Vor. Da oben ist der Mond, den sieht man leider noch nicht so schön. Aber so schaut's leibend aus. Ist doch der Mond da oben. Na klar, was soll's sonst sein? Da schwimmt was rum. Nur Schiffe gibt es da jetzt offenbar keine. Backbord, Captain! Menschliches Treibgut auf Kurs! Scheint noch zu leben! So, und von da muss ich jetzt so rüber. Genau. So, ja, Schnellreise geht nicht. Ah. Da ist wieder was zum Einsammeln. Schiffe gibt es da jetzt einmal weit und breit keine. Haben sie wahrscheinlich extra wegen mir gemacht, oder? Ich habe schon alle versenkt. Es gibt, na. Ich glaube, die kommen immer wieder nach. Da ist was. Metall 100. Und wieder mit so ganz Menge kleiner Beiboote.
Sollen wir da noch eine schnelle Seeschlacht machen? Nein. Was haben wir da? Die ist schon hinüber. Nein, machen wir jetzt keine Schlacht. Fahren wir einfach zur Mission nach Afrika. So, mal schauen auf die Karte. Oh, ist schon noch ein schönes Stück. Ich meine, ich kann jetzt da mal... Wo kann ich denn da, dass ich näher bin? Daher schnell reisen und dann einfach rüberfahren. Okay, das werde ich auch so machen. So, und da jetzt einfach rüberfahren. Schiffe. Fregatte, Holz, uninteressant. Ah, werden wir alle Segel setzen und werden wir dorthin fahren. Das ist nicht ein Schoner, das ist doch eine Fregatte. Ja. Aber die hat nichts Interessantes geladen. Scheiße, jetzt ramme ich die auch noch. Sind die feindlich geworden? Ja. Oh Gott. Naja. Na, dreh dich doch. Ich weiß nicht, was dreht denn der überhaupt nicht mehr? So. Okay, das war er mal. Gut. Den holen wir uns jetzt da zum Entern. So. Gegnerische Kundschaft der Töten. Die sind oben. Das heißt, unten kann ich nur Mannschaft eliminieren. So. Okay, dann holen wir uns die Kundschaft. Da lassen wir das da mit der Kanone. Holen uns die Kundschaft da. Ah, ich wollte ja noch ein bisschen Munition kaufen. So, Nummer uno, Nummer due. So. Oh, das wollte ich zwar so nicht. Na komm, schon. Ah, wenn wir mittendrin im Gemetzel, da geht einmal gar nichts. Komm, renn raus da. So. Und jetzt. Wenn er da mittendrin steht. So, schauen wir mal, ob die Schwerter was da. Aber dazu sollte ich es einmal in die Hand nehmen, ne? So, der Käpt'n jetzt endlich erledigt. So. Ah, irgendwie gar nicht einmal so übel, diese Dinger. So, Freunde. Mal einen kurzen Prozess machen. Zwar kein Metall, aber was soll's, ich wäre da jetzt einfach, ja, ich werde es in die Flotte aufnehmen und da geht's dann gleich weiter, aber erst im nächsten Part,
Da geht's wirklich gleich zur nächsten Mission. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und pfiat euch.